Herz für Behinderte hatte Family Park in St. Margarethen und das zeigte sich auch dieses Jahr. ÖZIF-Mitglieder samt Begleitung haben sie wieder in den Vergnügungspark eingeladen. Begrüßt wurden sie von der Geschäftsführung. Sie waren auch schon bei uns mal, glaube ich, gell? Ja? Da gehen wir vom VIP-Ticket her und ihr schaut einfach, wer benötigt das jetzt oder nicht. Dann ging es gleich weiter zu den Attraktionen. Besonders für Kinder und junggebliebene Erwachsene ist der Family Park etwas Besonderes. Die neueste Attraktion ist der Waldexpress. Schon beim Betreten des Bahnhofs geht es los. Schlafende Schaffner, sprechendes Zugpersonal am Bahnsteig und während Fahrt viele Tiere und Figuren warten auf die Fahrgäste. Bei meinem Kumpel Leopold, dem besten Angler weit und breit, da müsst's ganz still sein. Bei den vielen Gelegenheiten zum Zeitvertreib im Family Park vergeht die Zeit wie im Flug. Das haben die ÖZIF-Mitglieder und ihre Begleitung auch erfahren müssen. Dennoch waren alle restlos begeistert und freuten sich schon auf den nächsten Besuch. Bei den vielen Gelegenheiten zum Zeitvertreib im Family Park vergeht die Zeit wie im Flug. Das haben die ÖZIF-Mitglieder und ihre Begleitung auch erfahren müssen. Dennoch waren alle restlos begeistert und freuen sich schon auf den nächsten Besuch. Anmerken möchten wir noch, dass Behinderte das ganze Jahr über freien Eintritt in den Family Park haben. Ja, im Family Park, da ist immer was los. Man kann rutschen und schaukeln ganz famos. Ab auf der Vogelscheuche, im Konvoi oder Zug. Hier bei uns vergeht die Zeit wie im Flug. Ja, ja, im Family Park, hier am Neusiedler See, kann man vieles erleben. Juhu! Ja, ja, im Family Park, hier am Neusiedler See, kann man vieles erleben. Juhu! Super, ich darf euch einmal alle recht herzlich begrüßen im Namen des ÖZIF Burgenland.
Es ist einfach wirklich super, dass wir einfach so viele Leute sind und dass wir zusammengekommen sind. Auch, dass wir einfach ein Kaiserwetter heute haben. Vorweg einmal, obwohl die Kinder natürlich im Mittelpunkt stehen, allen Vätern natürlich zum Vatertag alles Gute, ja, wenn wir heute den Vatertag haben. Ich möchte mich ganz besonders bedanken und ich glaube, ihr wisst es eh alle, ich brauche das nicht sagen, bei der Tamara, die das wieder toll organisiert hat und die ganz, ganz viel macht. Bitte einen großen Applaus für sie. Es ändert sich ja bei uns ein bisschen was im Ötzig-Burgenland, auch vom Personal. Die Sabine, die wird jetzt einfach eine Zeit nicht mehr da sein. Die Tamara macht es ja großartig und vertritt sie, nur dass ihr wisst, wir sind gerade dabei, neues Personal auch einzustellen. Wir suchen gerade eine zweite Dame einfach noch fürs Büro. Sind wir gerade dabei, sind eigentlich schon in einer guten Endauswahl. Ja, vielleicht noch, weil das ja auch einer der ersten Veranstaltungen heuer ist. Es freut mich sehr, dass wir und Kinder mit Behinderungen sind ein großes Anliegen des Ötzig-Burgenland, wo wir uns wirklich massiv einsetzen und auch durchaus den Widerstand nicht scheuen. Ja. Das war Ende dieses Jahres oder Ende vorigen Jahres gab es ja diese Aktion, wo es darum geht, dass auch beim Schulbesuch von behinderten Kindern auf das Familieneinkommen hingegriffen werden sollte. Mit einer druckvollen und gewaltigen Pressearbeit konnten wir das verhindern. Wir konnten es innerhalb einer Woche erreichen, dass das wieder zurückgenommen wurde, was sicher nicht selbstverständliches ist. Es hat österreichweit für Aufsehen gesorgt, es war vom Standard über Ö1. Alle Medien haben darüber berichtet. Es war für uns auch nicht einfach diese Zeit, denn der Widerstand für den Ötzig-Burgenland ist gewaltig natürlich gewesen. Aber es ist einfach wichtig, wir haben wirklich, und das wollen wir auch damit zum Ausdruck bringen, einzig das Ziel, einfach eine gute Lebensmöglichkeit auch für Kinder mit Behinderungen zu schaffen. Das ist uns ein großes Anliegen und dafür setzen wir uns sehr, sehr stark ein. Wir haben auch, was die Rehabilitation von geburtsbehinderten Kindern betrifft, ja, wegweisende Urteile geschafft heuer. Wir konnten erreichen, dass trotz Widerstand, manche von euch werden vielleicht das schon kennen mit der Rehabilitation, dass das nicht so einfach ist, trotzdem erreichen, dass die Rehabilitationen bezahlt werden. Wir konnten das gerichtlich durchkämpfen und auch das ist ein großer Erfolg, nämlich auch weiterhin, weil jetzt der Fall ist, dass es für Ötzig-Burgenland-Mitglieder ist, einfacher auch Rehabilitationen zu bekommen und dass wir uns wirklich auf das konzentrieren können, nämlich dass die Kinder das bekommen, was sie wirklich brauchen. Denn teilweise sind die Dinge schon absurd, wenn wir darüber nachdenken müssen, wenn ein Kind aufgrund einer Rehabilitation den Rollstuhl verlassen kann und dann diskutieren wir darüber, ob wir diese Rehabilitation bezahlen oder nicht. Das ist etwas, diese Diskussion werden wir nicht führen, denn das ist ja wohl klar, dass hier alles gemacht werden muss, um dieses Ziel zu erreichen. Und hier haben wir wirklich einiges geschafft und wir haben noch was anderes geschafft. Und zwar geht es jetzt um pflegende Angehörige. Wir haben das noch nicht vorgestellt, ich sage das jetzt nur mal hier intern. Ein 5-Jahres-Prozess, der geführt wurde auch über den Verwaltungsgerichtshof, wo es darum geht, bei der Absicherung von pflegenden Angehörigen, das sind diese Sicherungszeiten für die Pension, die man bekommt. Da gab es immer wieder Diskussionen, wie viel jetzt überwiegende Pflege ist und wenn jemand Vollzeit arbeitet, darf er dann diese Absicherungsform noch haben oder nicht. Bei vielen wurde die dann herausgenommen und man hat gesagt, ja, aber das ist nur dafür gedacht, wenn man Teilzeit beschäftigt ist. Wir haben jetzt hier ein Urteil, eine Erkenntnis, eine neue Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes. Ja, alle bekommen das, unabhängig davon, ob es sich um eine Vollzeitbeschäftigung handelt oder nicht. Und wir haben, und das ist wesentlich, weil das gab es bis dato nicht, wir wissen jetzt endlich juristisch, was es bedeutet, eine überwiegende Pflege. Und eine überwiegende Pflege ist eine Stundenanzahl von 16 Stunden pro Woche. Das hat der Verwaltungsgerichtshof, das ist die Erkenntnis und das wird wesentlich und maßgebend sein für ganz, ganz viele Dinge. Nämlich auch, wenn Eltern in die Situation kommen, dass wir zum Beispiel beim
AMS gemeldet sind und wir kriegen dort Arbeitslosengeld. Auch hier hatten wir die Aktionen, dass die Eltern dann abgemeldet wurden, weil man gesagt hat, du bist nicht verfügbar, du kümmerst dich um dein Kind, du kannst nebenher nicht arbeiten gehen und deswegen kommst du aus dem Bezug hinaus. Ja? Das ist damit passé. Denn neben meiner 16-Stunden-Tätigkeit kann ich sehr wohl noch zumindest Teilzeit arbeiten. Das ist eine wirklich große Errungenschaft, wenn es einfach darum geht, nicht nur die betroffenen Personen selber, sondern natürlich auch die Angehörigen hier entsprechend abzusichern. Ja? Und nur, dass man auch so ein bisschen, das ist ein kleiner Auszug aus den vielen Dingen, mit denen wir uns beschäftigen. 5 Jahre hat es gedauert, aber wir konnten das positiv erledigen. Ja? Und hier nochmal so zum Abschluss. Danke nochmal an alle und vor allem danke nochmal an mein großartiges Team. Wir könnten das alle nicht schaffen ohne unsere Kollegen, unsere Rechtsanwälte von der Rechtsanwaltskanzlei, die uns alles zur Verfügung stellen. Das kostet für unsere Mitglieder keinen Cent mehr in der Mitgliedschaft. Ja. Und natürlich auch das großartige Team rund um die Tamara, die einfach super Arbeit leistet. Und bitte nochmal einen großen Applaus für die Tamara. Und jetzt wünsche ich euch allen einen wirklich wunderschönen sonnigen Vatertag und habt alle richtig viel Spaß. Ja. Dankeschön. Gut.